Hallo, mein Name ist Schlecke Silberstein und ich habe ein Buch geschrieben, weil hier etwas ganz gewaltig falsch läuft und ich glaube, das merkt ihr auch jeden Tag. Spätestens seit 2016 ist ja auch dem Letzten klar, dass uns das Internet eben nicht zu besseren Menschen macht. Im Gegenteil, und momentan schafft das Internet mehr Probleme, als es löst. Und da sind so Sachen wie Fake News und Hate Speech ja nur die offensichtlichsten Phänomene. Aber auch wenn man sich Statistiken anschaut zu Depressionsraten und Teenager-Selbstmorden, dann merkt man, dass so ungefähr 2012 so eine Art unsichtbare Hand einen Schalter umgelegt hat. Und 2012, das gilt so als das Jahr, in dem Social Media im Mainstream angekommen ist. Und seitdem beobachte ich persönlich als jemand, der sich mit dem Internet schon von Berufswegen sehr intensiv auseinandersetzt, eine Veränderung zum Schlechten, die sich in meinen Augen systematisch, also zentral gesteuert vollzieht. Ich habe Antworten gefunden bei Menschen, die aus moralischen Gründen aus der Tech-Industrie ausgestiegen sind, unter anderem auch bei zwei Personen, die damals 2009 maßgeblich an der Entwicklung des Facebook-Like-Buttons beteiligt waren und sich heute jeden Tag dafür verfluchen, dass sie dabei waren. Denn im Silicon Valley gibt es seit einigen Jahren so einen ganz neuen Trend, der nennt sich Addictive Design. Addictive Design kommt ursprünglich aus der Spielautomatenprogrammierung und beschäftigt sich mit einem tragischen Hintertürchen in unserem Belohnungssystem. Und spätestens hier müssen wir auch über Neuroprogrammierung reden. Und da habe ich mich im Rahmen der Recherche zu diesem Buch mit einem relativ neuen Forschungszweig beschäftigt, der sich mit der Frage befasst, wie verändert eigentlich das Internet unser Gehirn? Wie gesagt, der Forschungszweig ist noch sehr jung, aber es gibt jetzt schon sehr besorgniserregende Erkenntnisse, die zusammengefasst alle bedeuten, unser Gehirn ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein Computer und sobald wir mit einem System oder einem Online-Service in Interaktion treten, vollzieht sich eben auch eine Programmierung an uns. Jetzt kidnappen Facebook und Google unsere Gehirne nicht zum Spaß, sondern es geht darum, Daten zu generieren. Und gerade weil beide Unternehmen in einem sehr brutalen Konkurrenzkampf zueinander stehen, arbeiten sie teilweise mit wirklich dreckigsten Tricks aus der Spielautomatenprogrammierung. Wir müssen im Zuge dessen nämlich auch mal einen ganz speziellen Fokus auf das Thema Online-Sucht richten. Denn das ist in meinen Augen kein Nischenproblem, das nur einige einsame Internet-Power-User betrifft, sondern für mich ist es eine Art zentral gesteuertes Massenphänomen und die Algorithmen, von denen da oft die Rede ist, die triggern im Prinzip den ganzen Tag mit einem hochspezialisierten System Belohnungsimpulse und deshalb sehen auch einige Leute, die man mal so an der Bushaltestelle an ihrem Smartphone kleben sieht, genauso aus wie Automatenspieler in Las Vegas. Choice is an illusion. Die Zielfunktionen der wichtigsten Algorithmen des Internets sind eigentlich immer die gleichen. Bringe den Nutzer dazu, mit dem System so oft wie möglich in Interaktion zu treten. Denn Interaktion ist der einzige Weg zu Daten. Und Daten, das weiß man 2018 ja auch, sind der wertvollste Rohstoff des Internets. In meinem Buch Das Internet muss weg habe ich mir sehr viel Zeit genommen, endlich mal konkret zu erklären, wie viel Daten eigentlich wert sind. Und warum? Denn darin liegt für mich auch der Schlüssel zum Verständnis der größten Probleme unserer Zeit. Kommen wir damit zur Kernthese meines Buches. Im Rahmen dieses Goldrauschs nach handelbaren Nutzerdaten nehmen Google und Facebook gewaltige gesellschaftliche Kollateralschäden in Kauf. Und das ist die ganze Palette. Fake News, Hate Speech, Xenophobie, die Rückkehr des Nationalismus, aber auch die Selbstentwertung des Journalismus und noch viel mehr. Die Liste ist lang und ich befasse mich in meinem Buch Punkt für Punkt mit jedem einzelnen Aspekt. Das Internet muss weg, erscheint am 5. März bei Knaus.